Eine Indoor-Golfanlage. Most aus der Region. Ein Besuch beim Landwirt. Leonding hat eine neue Plattform, Seite 44. Daniela Limberger und ihr Team schreiben Blog-Einträge. Der Fokus liegt auf Leondinger Betrieben. Es geht aber auch um die Geschichten der Bewohner. Wir waren beispielsweise bei unserer lokalen Rauchfangkehrerin, eine ganz spannende Persönlichkeit, ganz eine sympathische Person, die auch recht bekannt ist in Leonding. Aber wir haben auch 14 landwirtschaftliche Produzentinnen und Produzenten vor Ort besucht. Und das ist natürlich schon interessant, auch für uns einmal beim Erdäpfelglauben dabei zu sein, beispielsweise, oder eben in der Backstube bei einer Bäuerin, die Brot backt. Was uns auch natürlich immer wieder unterkommt, das sind diese großen diese internationalen Unternehmungen vor Ort, wo man glaubt, man weiß eigentlich, was die machen, aber da mal einen Blick hinter die Kulissen zu werfen, ist natürlich schon auch unheimlich spannend. Die Leondinger bekommen die Informationen als Gemeindebrief, aber auch online nachlesen ist möglich. Wir haben über 2000 Betriebe, die da bei uns tätig sind, in den unterschiedlichsten Branchen. Also vom kleinen Lebensmittelgeschäft, der das halt selber verkauft und produziert, bis hin zu den großen Industriebetrieben. Das Team tüftelt gerade an neuen Blog-Einträgen. Hier in der Agentur für Standort und Wirtschaft entstehen die Ideen. In dieser großen Stadt mit 30.000 Einwohnern braucht es professionelle Unterstützung. Das kann man nicht mehr so am Stadtamt oder auch als Wirtschaftsstadtrat, das ist nicht mehr möglich, das professionell zu begleiten. Sämtliche Anfragen nach einem Standort, eventuell hier in Leonding, gehen jetzt direkt an die Agentur, an die Frau Limberger. Das wäre dann für die Ausgabe im Dezember. Betriebe besuchen, neue Workshops oder über Sportveranstaltungen informieren. Die Seite 44 zeigt, was sich in Leonding tut.